Moin zusammen. Viele Flächen werden derzeit für die Getreideaussaat vorbereitet. Und wenn wir über die Getreideaussaat sprechen, dann ist es auch wichtig, über Gräserprobleme zu sprechen. Hier will ich konkret auch auf den Ackerfuchsschwanz zu sprechen kommen, weil der uns in diesem Jahr wirklich viele Probleme auf sehr vielen Flächen gemacht hat. Und es gibt ja den Spruch, Saatbett vor Saatzeit. Und das gilt eben für diese Standorte nur bedingt. Also je später ich mit der Aussaat komme, desto weniger Gräser laufen auch auf. Das heißt also, solche Saaten auf solchen Problemstandorten mit Ackerfuchsschwanz auf keinen Fall im September, sondern eher ab Mitte Oktober planen. Ein weiterer Punkt ist natürlich das Saatbett. Sollte möglichst fein sein, feinkrümelig. Das heißt, nach der Saat, wo es möglich ist, auch den Einsatz einer Walze prüfen, ob das möglich ist. Damit vermindere ich natürlich die Bildung von Spritzschatten, aber auch solche groben Kluten werden nochmal fein gemacht und ich vermindere damit natürlich auch das Risiko, dass, wenn die im Frühjahr zerfallen, nochmal Ackerfuchsschwanz auch nachläuft. Ein Tipp noch, wer Doppelflachstahldüsen hat, kann die ruhig auch einsetzen auf solchen Flächen, um eben Bodenherbizide einzusetzen und damit die Spritzschatten etwas zu minimieren. Noch ein Punkt, der wichtig ist, wenn Sie jetzt Flächen haben, wo Ackerfuchsschwanz jetzt schon draufsteht, den müssen Sie wirklich sorgsam bekämpfen. Der muss richtig weg sein, damit der eben nach Azursaat, gerade bei Mulchsaat, nicht nochmal anwächst. Ein Punkt, was man dann natürlich machen kann, ist der Einsatz von Glyphosat. Dafür holen Sie sich aber bitte Beratung ein, weil wir durch die Pflanzenschutzanwendungsverordnung in diesem Jahr doch deutlich eingeschränkt sind in den Einsatzmöglichkeiten, die wir noch haben. Ein Punkt, der ganz wichtig ist beim Pflanzenschutzeinsatz, auf jeden Fall Bodenherbizide einsetzen. Das heißt 240 Gramm pro Hektar des Wirkstoffes Flufenaz, eventuell noch den Zusatz von Prosulfocarb, also zum Beispiel Boxa, was nochmal aus einer anderen Wirkstoffgruppe kommt und Resistenzbrecher ist. Und das natürlich im Vorauflauf. Und das i-Tüpfelchen wäre jetzt noch, wenn Sie Saatzeit auch so terminieren, dass eben auch ausreichend Bodenfeuchte vorhanden ist für die Wirkung der Bodenherbizide. Und das haben wir in diesem Jahr in der Regel, das sehen wir überall. Und auch der Tau hilft da nochmal mit. Und ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt zuletzt kommt, aber trotzdem nicht an Bedeutung verliert, solche Standorte, wo wir Probleme haben mit Gräsern, sei es Ackerfuchsschwanz, Weidelgräser, die uns immer mehr Probleme machen, aber auch Trespen auf leichten Standorten. Auf diese Standorte kommt keine Gerste. Und das ist jetzt nicht nur eine Bitte, sondern das ist wirklich wichtig, weil wir in der Gerste keine, kaum oder wenig Möglichkeiten haben, gegen diese Gräser auch noch vorzugehen, wenn die nochmal nachkommen. Und dann baue ich mir natürlich ein Samenpotenzial für die folgenden Jahre auf. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.